alle 2 Meter kommt irgend so ein dämlicher, hässlicher Magnet an und möchte was von mir. Nein, ich will nichts von dir. Ich nichts Metall. Ich nichts ferromagnetische Stoffe. Gehen Sie bitte weg, Magneton. Nur Spaß, die Viecher gehen mir auf den Appel. Sollen sich fernhalten. So, den drücke ich ins Loch. 1, 2. Kann ich... Ich hab die Idee. Ich hab die Idee. Filter. Farbkorrektur. Ja. Das ist es. Das ist das, was ich brauche. Ach, da... Da ist eine Treppe. Da ist eine Treppe. Einmal kurz ehrlich sein. Safe hätte ich die gefunden. Safe. Alter, was ein Schrott. Ich gehe jetzt so durchs Spiel. Ist mir scheißegal. Ich will immerhin irgendwas sehen. Bei für längere Kämpfe kann ich es ruhig mal ausmachen. Zack. Das schiebe ich mir dahin. Ich brauch's ja. Ah, der kriegt ein Erdbeben ab, würde ich behaupten. So ungefähr. Ampharos, saugeiles Pokémon, wirklich. So geil, ich liebe es. Ich liebe es einfach. Leonie. Als nächstes ein Azumarill. Da kommt Waren Junior rein, der Experte für Pflanzen. Schmarisierlatt. Basierlatt. Oder so ähnlich. So, wer als nächstes? Toxiquark. Wir bleiben drin. Toxiquark, Kampfgift. Vorahnung. Okay, konntest du das hier vorher... Konntest du das hier vorhersehen, hä? Huh? Ich glaube nicht. Alles klar, mein Büro. Diese Folge ist deine Folge. Farbkorrektur an, zack. Let's go durch die Höhle. Da ist ein Trainer. Das finde ich sehr, sehr uncool. Warum cheatet in Videogames? Übrigens, ich habe ein neues Format. Also ich möchte es bald aufnehmen. Es heißt Mobile Shit. Und im Mobile Shit teste ich Mobile Games. Hauptsächlich die, die ich in der Werbung sehe. Oder auch ein paar andere. Und wenn ihr bei manchen mehrere Videos sehen sollt, wollt, dann müsst ihr es einfach in die Kommentare schreiben, dann mache ich das. Wenn nicht, dann nicht. Aber es gibt da ein paar, die ich ganz cool finde. Unter anderem ein paar Pokémon-Spiele halt. Die man sich ruhig geben kann.
hoch. Oder die Wasserfälle wahrscheinlich, oder? Fuck this shit, I'm out. Nee, ich kann die Wasserfälle gar nicht nehmen. Du sollst ins Bett, Kleiner, habe ich gesagt. 22.55 Uhr. Schäm dich. Dafür versuche ich dir jetzt den Arsch. So, woher? Zack, hast du jetzt davon. Ab ins Bett jetzt. Göre, Alter. Kleine Göre. Oh, lustig. Kleine bastardige Sadistenschweine, ihr. Guck mal, du bist überhaupt nicht weit gekommen. In Wirklichkeit bin ich Mimi. Lustig, ne? Zack, wieder aus. Mega sogar geboren. Aber ich habe langsam das Gefühl, dass es Standard hier ist. Ich hoffe, ihr geht nochmal auf das Richtige. Das ist nicht das richtige Pokémon, was ihr kaputt machen sollt. Hättet ihr euch nicht auf eins fokussieren können? Zum Glück. Ich dachte, Girafarik wäre schneller. Alter. Das wäre es jetzt gewesen. Jetzt stehen mir die Haare zu Berge überall. Außer auf dem Kopf. Denn die sind mit Gummi nach hinten gebunden. Das war ein bisschen zu viel für mein Seniorenherz. Alter Schwede. Megaskaraborn ist halt einfach giftig. Oh mein Jesus, das sieht schön aus. Das sieht legit wirklich schön aus. Hier, sowas hätte ich mir für Prachtpolis unter anderem gewünscht. See ya. I can see you over there. In the dark corner. Ich komm mal hoch. Brr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 r
Du und dein Pokémon-Team habt bestimmt auch viel zusammen durchgemacht. Wir haben uns alle deutlich verbessert. Allein dir hier gegenüberzustehen reicht, um diese Stärke mit jeder Faser meines Körpers zu spüren. Wenn die Musik hittet, Alter, so geil. Aber eins sage ich dir, nochmal werde ich nicht verlieren. Ich werde diesen Kampf gewinnen, für die Pokémon, die mir Mut und Kraft gegeben haben. Okay, es geht los. Zeig's mir, Kleiner, was du drauf hast. Zeig es mir. Zopf ist gerichtet. Alter, der hat... Wenn er auf diesem Level weiterspielt, ist er echt gut. Oh, was für eine geile Location zum Kämpfen, Alter. Heftig. Irgendwas Cooles hier? Nee. Ich möchte ihm eigentlich Respekt zeigen, Respekt zollen. Sehr interessante Teamauswahl bisher. Gefällt mir schon mal. Das ist nicht das, was ich mag. Also anstatt Corazon hättest du was Besseres holen können, mein Freund. Denn Corazon ist dem Tode geweiht. Denn Corazon hat einen starken Blubstrahl. Krass. Okay, Bolterus ist eine Kampfansage, mein Freund. Das ist eine richtige Kampfansage. Da will ich was Besseres. Pass mal auf, Alter. Wäre doch gelacht, wenn wir den nicht one-shotten, oder? Was sagst du, Philipp? Okay, ihr dürft jetzt lachen über mich. Gut, dann spendieren wir ihm eine Reise um die ganze Welt. Aber krass, was für Pokémon er dabei hat, ne? Echt heftig. Und ein Diancie. Mega Diancie, komm bitte. Bitte. Oh. Schade. Ich hätte es ihm gegönnt. Nee! Heiko, du Schlingel! Aua, Heiko! Mach nicht diesen! Kurz vorm Ende! Tricked you! Biatch! Boah, aber auch gegen Shelterra ist der Damage hoch! Erstmal ein Gigasauger! Alter, Heiko hat richtig gekloppt, Alter. Der hat nicht nur gekleckert, der hat richtig geklotzt, hat der. Heiko! Ich werfe das Tuch vor dir. Bruder! Sei nicht enttäuscht. Das war fucking gut.
Du hast doch nicht versagt. Bro. Och, du musst dich wieder in den Vordergrund drängen. Ich mochte dich von Anfang an nicht. Von Anfang an mochte ich dich nicht. In so einem emotionalen Moment musst du dich da vorstellen. Hast du einen Sonnenbrand oder was? Oder eine Hautfarbe an? Maron, du und dein Pokémon-Team. Ihr habt uns als Gegner ernst genommen und euch im Kampf nicht zurückgehalten. Dafür möchte ich mich bedanken. Aber ich möchte dir auch mich auch bei meinem Gardagladi und meinen anderen Pokémon bedanken. Du hattest kein Gardagladi, aber okay. Ich habe das Gefühl, dass ich dank euch allen einen weiten Schritt nach vorne machen konnte. Ah ja, ein Geschenk habe ich noch für dich. Das hier als Andenken gegen meinen Kampf gegen Gladi und das restliche Team. Funkelstein. Damit könnte ich rein theoretisch ein Gladi jetzt kriegen. Hast du zufällig ein männliches Kirlia? Wenn ja, wende es unbedingt diesen Funkelstein auf es an. Heute konnte ich dich zwar nicht besiegen, doch wart's nur ab. Ich werde fleißig trainieren und dich eines Tages einholen. Bitte kämpf wieder gegen mich. Versprichst du es, ja? Ich verspreche es dir, kleiner Mann. Bruder, ich verspreche es dir. Ehrenwort. Und jetzt kümmern wir uns um die Liga. Pokémon Liga. Gänsehaut. Wirklich Gänsehaut. Episch, japanisches Tor. Und die Pokémon-Liga ist so geil hier aufgebaut. So geil. Mewtwo need Y. No joke, die Liga ist so geil aufgebaut. Die sieht 10 von 10 episch aus. Ich bin sowas von bereit. Heile meine Pokémon bitte ein letztes Mal. Es ist Zeit, Schwester Joy. Es ist Zeit. Meine Zeit ist gekommen. Um Pampyro aus dem Team zu werfen. Welches kein Pampyro mehr ist, sondern ein Panferno. Tschüss. Ich hab dich noch nie gemocht. Und ich muss das einzig Richtige tun. Wenn ich es finde. Tschüss. Spaß. Wahrscheinlich töte ich ein Pokémon. Ich bin stolz darauf, dass wir bisher nur 2 Tode hatten. Jungs, tretet beiseite. Hier dürfen nur Trainer durch, die im Besitz aller Arena-Orden sind. Trainer, lasst uns sicherstellen, dass du auch wirklich alle hast. Trainer, glaube an dich und deine Pokémon und gehe weiter. Einen Augenblick bitte. Auf diesen Tag war ich vorbereitet. Oh Gott, aua. Zieh mal deine Jacke an. Die Jacke ist sehr eng. Sie ist seit Jahren zu klein für mich. So. Ich bin bereit. Es knackt nichts. Ich bin sowas von bereit. Ich bin bereit für mein Schicksal.
Boah, es sieht so episch aus. Es sieht so cool aus. Alter, wie geil das inszeniert ist. Ausgerechnet jetzt bin ich überbelichtet. Es erstreckt sich Sand. Kann mir irgendwer sagen, warum ich so überbelichtet bin? Please. Alter, mein Gesicht ist komplett weiß. So, ich hoffe, jetzt ist mein Gesicht ein bisschen ansehbarer. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich bin immer noch komplett überbeleuchtet. Damit muss ich jetzt klarkommen. Willkommen, Herausforderer. Ich bin Ulrich von den Top 4. Namaste, Ulrich. Namaste. Ich bin bereit. Ich mag deinen selbstbewussten Blick. Ich denke, das wird ein guter Kampf. Gut. Das sieht sehr gut aus. Schön. Dann lass uns beide einen Kampf erleben, wie man ihn sich nur in der Pokéliga überliefern kann. Dafür bin ich hier, Ulrich. Ulrich. Kramsche. Überbelichtung. Unterbelichtung. Gar keine Belichtung. Okay, auf diese Schiene gehst du also, ha? Huh? Da triffst du leider nur auf meinen Beulenhelm, Ulrich. Psych! Dein erstes Pokémon ist raus! Karadonis. Gefährlich für uns. Fred darf rein. Fred, der underlevelte hier von allen. Mach dich gefasst, Karadonis. Oh, Robustheit also, ha? Huh? Finde ich gut, dass du mit solchen Tricks arbeitest. Sehr gut, verschwende ruhig deine Heilung. Oh, warum bin ich so überbelichtet? Das nervt voll. Ach, Ulrich, du musst noch viel lernen. Noch sehr, sehr viel. Eviltal. Oh, du willst es wissen. Du kannst es wissen. Mach dich bereit, Eviltal. Oh, fuck. Himmelsfeger wird gleich richtig reinbrettern. Deswegen muss Leonie rein. Die kann es wenigstens wegtanken. Leonie ist die Einzige, die es tanken kann. Und selbst sie kriegt ungeheuren Damage. Es wird Zeit für die Mega-Entwicklung.
So, sag Tschüss zu deinem Pokémon, Ulrich. Oh, oder ich sag einfach Tschüss zu meinem Pokémon. Das geht auch. Himmelsweger, wir dürfen nicht noch einen abkriegen. Okay, Wutanfall. Kritische Sache. Weil wir jetzt nicht auswechseln können, oder? Oder dürfen wir wechseln? Wir dürfen wechseln. Ich denke, ich bleib drinne. Ich denke, es ist eine gute Wahl. Boah, ich muss unbedingt was wegen diesem Greenscreen wegen der Beleuchtung machen. Das ist schrecklich. Ich meine, wo sind wir denn? Im Heim für Überbeleuchtete oder was? Noch ein Krammschiff also, ha? Huh? Dann lasse ich dich mal wieder auf Stein beißen. Du weißt, was ich meine. Zack. Macht guten Damage. Übrigens, du hast dich gerade an meinem Beulenhelm gestoßen. Ulrich, du Anfänger. So. Nummer 1 wäre geschlagen. Ich habe nur noch eins zu sagen. Du bist bestens gewappnet für das, was noch kommt. Deshalb solltest du durch den nächsten Raum gehen und zum nächsten Kampf. Geh weiter. Der Kampf, der dich im nächsten Raum erwartet, wird dich bei guter Laune halten. Wie du meinst, Ulrich. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge, wenn es wieder hell ist. Weil ich nicht überbeleuchtet bin. Haut rein und bleibt gesund. Zum Kotzen ist das mit der Beleuchtung. Wirklich zum Kotzen.